Herzlich willkommen an alle zu unserem BGG Online-Treff im November. Diesmal zum Thema Grundbuchgeschichte, speziell dargelegt am Beispiel einer der ganz seltenen und für Berlin-Brandenburg wohl auch der einzigen Edition von historischen Grundbüchern. Was verständlicherweise, wenn wir sehen werden noch, welche Inhalte damit gemeint sind, ein sehr umfangreiches Unterfangen ist. Und dann wird verständlich, warum sich wenige finden, die sich so eine Arbeit ja, zumuten, muss man fast sagen. Das Grundbuchwesen an sich, in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, beginnt ungefähr um 1700, was Brandenburg-Preußen betrifft. Allerdings auch noch auf ein sozusagen Edikt hin allein oder eine Verkündung, sondern das hat sich natürlich auch über eine bestimmte Zeit entwickelt. Zum Hinweis nochmal, hier gibt es wie üblich bei unseren Vorträgen zum Online-Treff ein Merkblatt als PDF-Datei, was zum Video verlinkt wird und was wir dann auch nochmal in geeigneter Weise auf der Webseite beim Aufruf des Videos dann auch nochmal verlinken, sodass man es auch runterladen kann, ohne sich das Video anzusehen. Insofern brauchen dann bestimmte Zahlen oder so nur insofern aufgeschrieben werden, als sie jetzt von besonderem Interesse für jemanden sind. Aber überblickshaft reicht das Merkblatt. Grundstückskaufverträge und Hypothekendarlehen, Schulden, die abgesichert sind durch Grundbesitz, sind natürlich uralt. Die gab es schon in der Antike. Das Kennzeichen solcher frühen historischen Verträge, Grundstücke betreffend, ist aber immer die Anlassbezogenheit und der Umstand, dass es keine serielle, von Obrigkeit angeordnete systematische Sammlung war. Zwar konnten, auch das war selbst im Mittelalter hier auch in Brandenburg üblich, Grundstückskaufverträge, Hypotheken, Verschreibungen und Ähnliches beim Magistrat einer Stadt oder beim Landrat und Ähnlichen oder bei Gerichten, die zuständig sind für das entsprechende Gebiet, hinterlegt werden, um eine gewisse öffentliche Absicherung zu haben. Wir kennen es auch aus mittelalterlichen Urkunden, dass dann diverse Zeugen eines solchen Vertrages Mitunterzeichner einer Urkunde waren, um eben sozusagen die Rückzahlbarkeit zum Beispiel für so ein Darlehen abzusichern und Ähnliches. Aber das waren alles eben Einzelurkunden. Und wenn wir von Grundbuchwesen sprechen, dann ist der Hauptunterschied, dass es hier um eine systematisch von der Obrigkeit verordnete Sammlung zum einen der diversen Verträge, sowohl der besitzrechtlichen als auch der schuldrechtlichen, betrifft, als auch verbunden damit eine systematische Erfassung aller Grundstücke. Auch unabhängig von einem Darlehen, was darauf ausgerichtet ist oder Ähnlichem. Wenn wir uns jetzt also diesen, und das ist ja das Thema heute, systematischen Grundstückserfassungen zuwenden, dann landen wir, was das Kurfürstentum Brandenburg angeht, bei einem kurfürstlichen Edikt vom 28. September 1693. Dort wurde für die Städte Berlin und Köln sowie die dort bereits weiteren existierenden drei Städte, die sich bereits im Umfeld gebildet haben, man spricht auch von den Residenzstädten, also Berlin, Köln, Friedrichswerda, Dorotheenstadt und Friedrichstadt, angeordnet, sogenannte Erb- und Lagerbücher anzulegen.
und die Grundstücke alle durchzunummerieren. Also nicht nach Straßenweisen, sondern grundsätzlich wurden alle Grundstücke durchnummeriert. Wir sprechen dabei jeweils von getrennten Büchern, die angelegt wurden, also je Stadtgerichtsbarkeit, auch wenn die Städte unmittelbar ineinander übergehen, waren es damals eigenständige kommunale Rechtseinheiten mit eigenständigen Gerichten und die Gerichte waren verantwortlich, diese Bücher anzulegen und zu führen. Allerdings gab es natürlich wie immer auch Ausnahmen, in Berlin konkret zwei. Zum einen, wie auch in fast allen anderen Rechtsgebieten, hatten die französischen Refugiés, die französischen Einwanderer, was ihren Grundbesitz anging, zuerst ein eigenes, nennen wir es ruhig Grundbuch. Und es gab auch ein eigenes Grundbuch für die Hausvogtei, die die sogenannten Burglehen, Grundstücke und Freihäuser verwaltete. Erst zum 17. Januar 1709 wurden dann diese fünf Residenzstädte zusammengeführt unter einem Stadtgericht und entsprechend dann auch das Grundbuchwesen vereinheitlicht. Das nächste Datum, was wichtig ist, ist der 4. Februar 1722, also dann schon unter dem König Friedrich Wilhelm I., bekannt auch als Soldatenkönig, der ja wesentliche Neuerungen in der gesamten Verwaltung eingeführt hat. Und hier beginnt eigentlich erst, sage ich mal, die flächendeckende Einführung von grundbuchartigen Aufzeichnungen. Dieses Reskript oder diese sogenannte Hypotheken- und Konkursordnung von 1722 legte dann die grundsätzlichen Vorschriften für alle preußischen Provinzen fest. Eine Ausnahme war nur bei dem zuvor schon als sozusagen Pilotprojekt angelegten katastermäßigen Grundstückserfassung in Preußen. Mit Preußen ist zu dieser Zeit immer gemeint das später dann Ostpreußen genannte Gebiet. Also ab 1722 kann man dann auch über die Mark Brandenburg hinausgehend in Bezug auf die anderen Provinzen, also Neumark, Halberstadt, Magdeburg, und ähnliche bis hin nach Kleve, Ravensberg und so weiter von einer zentralen grundsätzlichen Verordnung sprechen. Die Grundbücher, die wir auch heute noch kennen in ihrer grundsätzlichen Anordnung, diese Art der Aufteilung und Systematisierung, nämlich in drei Abteilungen, geht zurück auf die allgemeine Hypothekenordnung vom 20. Dezember 1783, also kurz im Vorfeld des unmittelbar danach ja dann in Kraft tretenden allgemeinen Landrechts. Da haben wir es dann mit den auch heute noch bekannten, wie gesagt, drei Hauptabteilungen zu tun. Abteilung 1 stellt den Grundstücksbestand dar, beschreibt also das Grundstück, Lage, Größe, Wert und Eigentümer. In der Abteilung 2 werden die Rechte und Beschränkungen aufgezeichnet und in Abteilung 3 die Schulden und Verbindlichkeiten. Nach diesen Systematiken ist dann auch schon die Edition, auf die ich jetzt komme, ausgerichtet, die sich über einen sehr langen Zeitraum erstreckt. Dieses aufwendige Unterfangen war ursprünglich in den 1930er Jahren von der Historischen Kommission für die Mark Brandenburg angelegt, ein mehrbändiges, auf lange Zeit geplantes Werk. Es ist allerdings nur ein einziger Band erschienen, nämlich der zweite Teil des Berliner Häuserbuches und da auch wieder nur Band 1.
Alles andere wurde dann offensichtlich aus finanziellen, dann aus den Gründen des Krieges und den entsprechenden Beschränkungen nicht mehr umgesetzt und auch nach 1945 nicht mehr aufgenommen. Der Bearbeiter dieses Werkes, Reinhard Lüdicke, war damals der Direktor des Geheimstaatsarchivs. Also noch nicht, als er dieses Buch geschrieben hat, 1933, aber kurz darauf. Und der ist 1947 gestorben. Dieser Band 1, der 1933 veröffentlicht wurde, der den Titel Geschichte der Berliner Stadtgrundstücke seit der Einführung der Grundbücher Ende des 17. Jahrhunderts, also gemeint ist 1693, Band 1, Berlin 1933, betrifft in konkret vier Straßen innerhalb der Berliner Stadtmauer. Da können jetzt viele sagen, das ist ja extrem wenig, aber es gab nur gut doppelt so viele Straßen innerhalb der Stadtmauer. Und zwar die Stralauer, die Königs, die Neue Friedrichs- und die Burgstraße. Dieses Buch, und das ist das Gute Weiter. wiederum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Oh nee, hier sind noch mehr. dieses, bitte den Ton ausschalten, sonst wirst du automatisch in den im Video aufgeschaltet. Dieses Buch ist auf der Homepage der Zentralen Landesbibliothek Berlin digital verfügbar. Und genau da gehen wir jetzt mal rein, um das dann am Original anzusehen, wo ihr dann, wenn ihr Interesse an dieser Quelle habt, auch recherchieren könnt. Zuvor noch ein Hinweis grundsätzlicher Art zu den Grundakten in Berlin-Brandenburg. Die meisten wissen ja schon, da gab es auch schon mal vor ein paar Jahren mehrere, sage ich mal, Vortragsveranstaltungen. Diese Grundakten, die geschlossenen Grundakten und Grundbücher, besser gesagt, liegen im Brandenburgischen Landeshauptarchiv und sind dort über eine eigene Grundbuchrecherche online auffindbar. Nicht einsehbar, dazu muss man persönlich im Archiv erscheinen, die sind also nicht digitalisiert. Aber welche Grundbücher für welche Gemarkung und für welche Zeiträume im Bestand des Brandenburgischen Landeshauptarchivs liegen, kann man anhand dieser Online-Recherche ganz genau rausfinden, sodass man genau weiß, ob es sich eben lohnt, dort einen Termin zu buchen oder nicht. Wer dann selber mal in so einem Grundbuch geforscht hat, kann dann, obwohl die deutlich neuer sind als die ersten Akten, die hier Herr Lüdicke zumindest für den ersten oder für den Anfang seines oder für die ältesten Informationen in seinem Buch recherchiert hat, der kann sehen, wie aufwendig das ist, wie eng beschrieben, gestrichen, hinzugefügt und so weiter diese Bücher sind. Denn man hat erst mit der Zeit die Erfahrung sammeln können, weil das ja Aktenbücher sind, die ja faktisch über die Jahre fortgeschrieben werden. Und in jedem Grundstück die Anzahl der Verkaufsvorgänge ja ganz unterschiedlich ist. Und auch keiner im Voraus weiß, wie oft eine Hypothek aufgenommen wird oder nicht. Und dann ist es immer ganz schwer, noch dazu zu Zeiten, wenn wir von der Zeit vor 1850 sprechen, wo Papier, Hardan-Papier, wertvoll und knapp war, Bücher anzulegen mit massenweise Freiraum. Diese Erfahrung, wie viel Raum man braucht, damit solche Grundbücher mehrere Jahrzehnte genutzt werden können, ohne dass die Sachen unübersichtlich wird, hat man erst mit der Zeit ziehen können. So, dann gehen wir jetzt mal hier ins Internet. Ich schalte jetzt den Bildschirm frei.
Moment. So. Ich hoffe, es können jetzt alle sehen. Mal bestätigen bitte, ob das Titelblatt hier zu sehen ist. Gut, sehr gut. Die URL zu dem oder der Link zu diesem Buch ist auch in der PDF-Datei enthalten. Das Schöne an dieser Digitalisierung ist, was hier rechts zu sehen ist, also ein ausführliches Inhaltsverzeichnis, wo man sehr schön alle entsprechenden Teile des Buches finden kann. Wir haben am Anfang auch eine Erläuterung der wichtigsten Grundlagen zum Grundbuchwesen. Hier zu sehen, Abschnitt 1, das Berliner Grundbuchwesen seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Und dann einen zweiten Teil, der dann die Spezialangelegenheiten für die Grund- und Hypothekenbücher der einzelnen Berliner Gerichte erläutert. Und natürlich dann Teil 3, die Editionsgrundsätze, wonach das aufgebaut wurde. Der Bearbeiter erwähnt selbst, dass er alle vor 1693 überlieferten Quellen, die sich mit vergleichbaren Inhalten beschäftigen, hier nicht integriert hat, weil die einfach zu lückenhaft sind und zu wenig vergleichbar. Das heißt aber nicht, dass es eben nicht überlieferte Kaufverträge und Hypothekenverschreibungen und Ähnliches aus Berlin aus früherer Zeit gibt, aber die sind eben sehr rudimentär überliefert. Wir schauen zuerst auf die freundlicherweise hier beigefügten Stadtplan von 1804. Wichtig vielleicht zum Einstieg noch, die Zeit, die Lüdecke hier in seiner Edition bearbeitet, ist also 1693 bis ungefähr 1900. Das ist also ein sehr großer Zeitraum, darum ist 1804 hier also durchaus ein Datum für den Stadtplan, der die Sache sehr authentisch darlegt. Hier haben wir also Berlin innerhalb der damaligen Stadtmauern. Hier sieht man außen die Befestigungsschanzen, diese sternförmigen Zickzack-Befestigungen. Hier ist die Spree, das hier ist Köln, hier das Königliche Schloss, der Schlossplatz, der Marstall, wo heute die Berliner Stadtbibliothek drin ist. So zur Orientierung hier die Nikolaikirche und hier die Marienkirche. Dann hat man jetzt eine grobe Orientierung. So, welche sind nun die Straßen, die hier ediert wurden? Das ist zum einen hier die Stralauer Straße vom Molkenmarkt, führt die hier zur neuen Friedrichstraße. Dann als längstes die neue Friedrichstraße, das ist diese ganze lange Straße hier. Dann die Burgstraße, die ist nur einseitig bebaut, die geht hier direkt am Ufer der Spree entlang. Und die Königstraße, das ist die Straße, die hier in der Zentralachse von der Burgstraße zur neuen Friedrichstraße quer durchgeht. Zur besseren Auffindung der beschriebenen Grundstücke sind in jeweiligen Straßen noch Straßenschemata vorgesetzt. Hier zum Beispiel für die Stralauer Straße, wo dann einmal die Querstraßen eingezeichnet sind. Ja, ich sagte, die Stralauer Straße geht vom Molkenmarkt hier unten zur neuen Friedrichstraße hier oben. Und das sind hier die Nebenstraßen.
man muss mal davon ausgehen, das Buch ist von 1933. Da gab es natürlich zur Zeit vorher auch die eine oder andere Straßenumbenennung, die hier auch eingetragen sind. Ja, zum Beispiel hier steht noch Paddengasse, in Klammern dann jetzt Kleine Stralauer Straße oder hinter der Stralauer Mauer, jetzt Waisenstraße, muss man dann sich natürlich immer vergegenwärtigen, dass mit jetzt 1933 gemeint ist. Und dann sieht man hier, wie gesagt, die Grundstücksnummern. Ich kann es nochmal vergrößern. Ja. Bei dem Buch muss man noch darauf achten, zu damaliger Zeit war das nicht so einfach, kurz vor der Drucklegung nochmal alles umzusortieren. Deshalb ist diesem Buch die Ergänzung zu einem bestimmten Straßenabschnitt vorangestellt. Hier Berichtigung und Nachträge, wo auch nochmal hier Berichtigungen und hier Nachträge zu bestimmten Grundstücken mit einem eigenen kleinen Index beigefügt sind, dieses Register. Das Register ist nach Namen, nach Nachnamen geordnet. Da komme ich dann aber nachher gleich nochmal zu, weil das Großregister natürlich nach demselben Prinzip angelegt wurde. Wir sehen hier unten alphabetisches Namensverzeichnis. Und hier eben die Grundstücke. Entscheidend ist, das sieht man hier schon, dass man auch im Register immer nur nach den Grundstücksnummern suchen muss. Es sind also keine Seitenzahlen im Register, sondern die Grundstücksnummern. Ja, da kann man leicht sich erstmal, wenn man die Einleitung überliest, auf die Idee kommen, da sind Seitenzahlen mit gemeint und kommt dann damit überhaupt nicht zurecht. Also gemeint sind Grundstücksnummern. Was, wie gesagt, im Buch leicht zu finden ist, auch ohne Seitenzahlen, weil die natürlich in numerischer Reihenfolge abgebildet sind. Ja, dann gucken wir uns mal das große Namensverzeichnis an. Man sieht hier, man kann also die einzelnen Buchstaben anwählen. Kleine Besonderheit hier, K und C, also es gibt ein C. Und dann nochmal K und C wieder zusammen, außer CE, CH und CI. Wahrscheinlich hat das der Bearbeiter damals so gemacht, nachdem er festgestellt hat, dass Namen mit diesem Beginn besonders häufig vorkommen oder in der Regel nie mit K geschrieben werden und hat sie dann da oben eingeordnet. Aber wir als erfahrene Familiengeschichtsforscher haben eh schon die Erkenntnis sicherlich auch an anderen Stellen gewonnen, dass die Schreibweise von Nachnamen auf jeden Fall vor der Zeit von 1874, also der Einführung der Standesämter, sehr variabel ist und man dann bei ähnlich klingenden Namen und Buchstaben dann an verschiedenen Stellen sucht und nicht nur von der heutigen Schreibweise ausgehen darf. Gucken wir uns das mal im Detail an beim Buchstaben A. Ich vergrößere mal. Hier sieht man auch, wenn man also im Namensverzeichnis sucht, dass man vorher die Editionsgrundsätze und Abkürzungsverzeichnis und sich das Abkürzungsverzeichnis genau angucken sollte, damit man nachher über die teils, ja, sagen wir mal, nicht üblichen Abkürzungen wundert. Und man muss sich dann ein bisschen einlesen. Also normalerweise gibt er alles an, was er zu einer bestimmten Person auch in der Edition verwendet hat, um den hier eindeutig zu finden. Wenn aber eben kein Vorname angegeben ist, der Nachname aber mehrmals vorkommt, dann gibt es eben ein Ackermann römisch 1, 2, 3. Ja? Andererseits, wenn der Vorname bekannt ist, ist es eben Ackermann Christian Gottlob. Dann wird in der Regel auch
Natürlich immer nur sofern angegeben der Beruf oder der Stand hinzugefügt. Hier Teschnermeister, MSTR als übliche Abkürzung. Und dann eine Verbindung, sofern die erkennbar ist. Und das ist dann gleichzeitig auch eine wertvolle Information gleich für die Familiengeschichtsforschung. Sohn des Ackermann II, also von diesem hier. Dann das Jahr, in dem diese Person eben urkundlich im Grundbuch erwähnt wird. Dann folgt ein Doppelpunkt und dahinter immer diese Ziffer ist die Grundstücksnummer, wo dann das zu finden ist. Wenn man hier also sieht, wie viel Ackermanns hier alleine gibt und wie oft hier dann Tochter desselben und ähnliches, kann man sich schon gewisserweise vorstellen, dass sich dann hier auch diverse Familienzusammenhänge ergeben aus diesen Grundbucheinträgen. Ja, dann gehen wir einfach mal in einen Reihen. Wir haben also gesehen hier Christian Gottlob Ackermann, Teschnermeister, Sohn des Ackermann II, 1795, Grundstück 156. Dann müssen wir jetzt hier oben gucken. Hier sind nämlich die Grundstücksnummern angegeben, wo 156 zugehört. 156 ist also zwischen 141 und 247, gehört zur Neuen Friedrichstraße. Da kann man dann reingehen. Wir finden hier vorne wieder das Straßenschema. Da können wir dann die 156 suchen, damit wir schon mal ungefähr wissen, wo in der Straße es liegt. Auch ganz interessant, wenn man zum Beispiel heute nachvollziehen will, ob dieses Haus noch existiert und das vielleicht in Realität sogar suchen will. Gucken wir mal, das ist offensichtlich, weil die Straße recht lang ist. Muss man dann weiterblättern, genau auf Seite 2. Wir erinnern uns, die Neue Friedrichstraße war sehr lang. Da sind also mehrere Seitenstraßenschema und hier haben wir die 156. Ich mache es mal etwas größer. Hier sieht man das Grundstück 156, also an der Neuen Friedrichstraße zwischen Klosterstraße und Rosenstraße. Wenn man dann sich immer noch nicht vorstellen kann jetzt, wo es liegt, dann hat man jetzt eine Orientierung, ja, zwischen Klosterstraße und Rosenstraße ungefähr in der Mitte. Und wenn man dann hier hinten auf die Karte geht, ich vergrößere mal, hier ist die Klosterstraße. Die Neue Friedrichstraße geht ja hier im rechtwinkligen Bogen fast rum. Also obwohl die Klosterstraße größtenteils parallel zur Neuen Friedrichstraße läuft, ist sie dann hier eine Kreuzungsstraße und hier ist die Rosenstraße. Und wenn man dann, ja, hier ist die Marienkirche und hier ist das Grundstück 156 dann ungefähr. Ja, so kann man das dann verorten. Gut, dann gucken wir es uns nochmal in Konkreto an. Hier also die Übersicht. Und wenn wir dann sehen, hier 142, hier sieht man schon, dass es also immer geordnet ist nach der Grundstücksnummer. Die sind auch hier oben im Kopf aufgeführt, also in der Kopfzeile, sodass man es dann beim Durchblättern auch schnell findet. Dann die Straße nochmal und mit der damaligen Straßennummer. Gehen wir mal ruhig 5 Seiten weiter. Wo sind wir jetzt? Ja, müssen wir. Hier ist Nummer 146a, können wir also nochmal ein ganzes Stück weiter blättern. 149.
Ja, waren wir jetzt zu weit? 159 waren wir zu weit. Ja, also da ja nicht auf jeder Seite eine Nummer ist, immer hier oben in die Kopfzeile gucken. 57. So. Wir sehen schon, allein die Nummer 156 füllt hier mehrere Seiten. Wenn man bedenkt, dass es ja die Grundstücksgeschichte über ungefähr 200 Jahre darstellt, ist das dann auch kein Wunder. So, dann gehen wir mal so einen Eintrag durch. Ich habe den jetzt wirklich ganz willkürlich hier rausgesucht. Also als erstes dann nochmal die Bezeichnung, dann die nähere Lage. Also dieses Grundstück ist die Hinterfront der Rosmariengasse. Die läuft faktisch parallel zur Neuen Friedrichstraße. Dann hat er hier nochmal die Quellen angeführt. Das ist mehr, sage ich mal, akademischer Art. Das betrifft dann wirklich die Originalgrundbücher, die er eben ausgewertet hat. Das Entscheidende daran ist, dass wahrscheinlich vieles davon den Krieg nicht überstanden hat. Und insofern solche Editionen, die vor dem Krieg erfolgten, über den reinen Erschließungswert hinaus natürlich noch den ganz besonderen Wert haben, entstandene Kriegsverluste ausgeglichen zu haben, weil natürlich eine gedruckte Edition in vielen Exemplaren, in vielen Bibliotheken existierte und natürlich viel besser eben solche Zerstörungsereignisse überstehen kann als eine einzelne singuläre Akte. Ne? So, dann die vorhin von mir erwähnte Abteilung 1, die eben das Grundstück und die Gebäude beschreibt. Hier wird dann ganz genau gesagt, was sich eben auf diesem Grundstück befindet. Ein Haus zwischen Wall und Mauer, jetzt Neue Friedrichstraße, Haus mit Zubehör, also 1710, 1786, Haus mit Zubehör. 1792, 93 und 95 wird es als Wohnhaus mit Wiesenkabel. Kabel ist ein Stück, also der niederdeutsche, plattdeutsche Ausdruck für Stück, also Landstück. Ohne sonstige Pertinenzien. Pertinenzien ist Zubehör. Dann 1797 ein Wohnhaus nebst daran stoßenden Gebäuden in der Vorderfront von einer Etage. Höhe ist gemeint. Wiesenkabel ohne sonstige Pertinenzien. 1799 wurde eingetragen, dass der Eigentümer nach einem mit dem Gouvernement am 17.08.1798 geschlossenen Vergleich von der in die Neuen Friedrichstraße hineinspringenden Vorderfront, also Gouvernement ist immer die Regierung gemeint, Vorderfront der drei Häuser, Nummer 156, 57, 58, zusammen 484 Quadratfuß zur Neuen Friedrichstraße und deren Erweiterung abgetreten habe, die auch bereits bei erfolgter Abbrechung der drei Häuser, weiß man wieder, dass die drei Vorderfronthäuser 1798 abgebrochen wurden, wirklich der Straße zugelegt wurden. Man erfährt also auch etwas über die Bebauungsgeschichte. So, Grundstück ist nach Abbruch des daraufstehenden Hauses ein Teil von 12 Fuß Frontbreite abgenommen und dem Grundstück 156 als Hofraum einverleibt worden. Kaufvertrag von 1800. Und dann 1801 wurde dann gebaut, ein massives, hohes Wohnhaus mit 4 Etagen. Vorher waren es, wie gesagt, einetagige Wohnhäuser, nebst Hof, Brunnen und der nach der Königsmauer, in Klammern gemeint ist diese Rosmariengasse, hinausgehenden massiven Mauer. Dann immer hinten gucken ist die Jahreszahl 1808 dann, Wohnhaus nebst Hof, der nach der Königsmauer durchgeht und da selbst von einer massiven Mauer eingeschlossen wird, samt einer Hauswiese. Hauswiese ist dasselbe, was vorher als Hauskabel oder Wiesenkabel bezeichnet wurde. Hier interessant, auch ganz wichtig immer, es sind sehr ausführliche Fußnoten oft dabei.
Hier Fußnote 2 ist dann die Größe dieses Wiesenstücks, 4 Quadratruten in der vierten Kabel, also Stück der großen Freiheit. Dann auf welchem Plan er das gefunden hat, vor dem Frankfurter Tor und dann noch in einem eigenen Wiesenregister. Neben den Ummauerungen sind zum Beispiel in diesen Beschreibungen auch drin, ob zur Nachbarseite ein Fenster sind, ob die vergittert waren oder nicht und ähnliche Sachen. Also das mag jetzt erstmal wenig interessant erscheinen. Wer aber eben Vorfahren hat, die zu der Zeit in diesem Haus gewohnt haben, kann eben doch auch auf diese Weise einiges von den Lebensumständen erfahren, was damals faktisch deren Wohnumfeld ausgemacht hat. So, dann ist 1824 diese Wiese an die Stadtgemeinde verkauft worden, für die zu errichtende höhere Bürgerschule. 1867 ist das rückwärts angrenzende Grundstück Nummer 760 mit der 156 vereinigt und hier übertragen worden. Und das ganze Grundstück ist dann 1895 ins Grundbuchblatt 1462 übertragen worden. Und da müsste man es dann auch im heutigen Grundbuchwesen wiederfinden. Vielleicht nicht mehr als das aktuelle Grundbuch, aber zumindest eins, was in dem heutigen Grundbuchwesen als früheres Grundbuchblatt dann vorhanden ist. Also sein Bestreben war es hier, diese frühen Grundbücher so weit hier zu edieren und aufzubereiten, bis sie an die aktuellen Grundbuchblätter anschließen, um eben die Grundstückslage heute auch konkret wiederzufinden. Dann kommen regelmäßig die Beiträge zur Feuerversicherung oder der Taxwert zur Feuerversicherung, auch wie er sich über die Jahre gegebenenfalls geändert hat. Hier ganz klar 800 Taler 1795, wir erinnern uns, ein einstöckiges Wohnhaus und 1800 wurde dann das 1801 das vierstöckige Wohnhaus gebaut, dann sind dann 7000 Taler draus geworden, ja, nachvollziehbar. So, Abteilung 2, jetzt wird es natürlich für den Familiengeschichtsforscher interessanter. Die Eigentümer, hier auch wieder auf die umfangreiche Fußnoten achten. Schönemanns Witwe, also hier Wittiebe, also er hat sehr oft oder in der Regel wirklich die Originalschreibweisen auch übernommen, auch die weiblichen Änderungen wie Müllerin, ja, oder Schneiderin. Beziehungsweise David Schünemanns Bauknechtswitwe. Ja, also weiß man auch gleich, einmal ist es nur so benannt, einmal ist er auch mit Vorname und Beruf erwähnt. Hier unten hat man dann die Quellen, wo er das her hat. So, dann königlicher Vorreiter Johann Klatsch. Bei der Fußnote steht dran, für die Tochter Dorothea Sophie wurden 1718 an Muttergut 49 Taler 5 Groschen eingetragen. Also erfährt man gleich noch wieder etwas über die Tochter desjenigen und dass er eine bestimmte Summe aus einem Erbteil hier hat eintragen lassen. Also gibt einen Haufen Nebengeschäfte, die auch in diesen Quellen zu finden sind. Also dieser königliche Vorreiter hat nämlich von seiner Schwiegermutter, der Witwe Elisabeth Schönemann, jetzt kennt man auch den Zusammenhang zwischen Klatsch und Schönemann. Ja. Die Schönemann ist wieder eine geborene Eichholz. Also wir erkennen schon als Familienforscher, hier tut sich, kann man gleich einen Stammbaum anfangen zu zeichnen. Ja. Kaufvertrag von 1710. So. Die sind also alle einer Familie zugehörig. Dann kommt als nächster Eigentümer königlicher Schürmeister Jakob Hartmann, wieder ein anderer Name. Jetzt kommt für 135 Taler Subhasta gekauft am 3.11.1735. Das ist also jetzt keine Verwandtschaft mehr. Subhasta oder Subhastierung heißt Zwangsversteigerung. Dann sind wir nur ein Jahr weiter, 1736. Da kriegt schon ein Sergeant vom Glasenappschen Regiment wieder jemand anders und dessen Frau für 175 Taler, hat also immerhin Gewinn gemacht. Ja, in einem Jahr mal eben 40 Taler Gewinn gemacht.
Dann steht da als nächster Eigentümer dessen Witwe, also gemeint die dieses Sergeanten und Kinder gemeinschaftlich, gehen wir runter, 11 Fußnote, die hier nicht genannten Namen finden sich bei einem zweiten anscheinend an der Rückseite angrenzenden Grundstück, Nummer 760, Rosmariengasse 5, das ist vorhin schon in Abteilung 1 erwähnt worden, dass die Hüterschen Erben behielten. Also er bietet auch einen wunderbaren Service, er stellt auch Verbindungen zwischen verschiedenen Grundstücken her, die er erkannt hat. Dann ist eine Weile Ruhe, 30 Jahre oder 25 Jahre. Dann kauft es der Bäckermeister Johann Wilhelm Müller für 600 Taler. Dann geht es an seine Witwe, Luise Sophie Müller, geborene Lietzmann, ja, Witwe des verstorbenen Vorbesitzers. Leider steht hier kein Datum. Dann kann man davon ausgehen, da das eben, wie gesagt, ein erfahrener Bearbeiter war, dass das auch nicht erwähnt war. Und bei der Kinder, dafür werden die Kinder genannt, eine Anna Sophia, verehelichte Franzen, Bürger und Perückier, also Perückmacher Daniel Gottfried und Perückier Geselle Karl Friedrich, die Geschwister Müller als Intestaterben, also aus dem Testament hervorgehende. So, dann der nächste Eintrag 1786, das andere muss sich also dazwischen abgespielt haben, wird nicht allzu weit davor gewesen sein. Vermutlich haben diese gemeinschaftlichen Erben das Haus dann verkaufen müssen. Also wird man, wenn man jetzt im Kirchenbuch sucht, vermutlich so um 1785, 86 suchen, ob da dann der Johann Wilhelm Müller verstorben ist. Weil dann wurde es verkauft für 600 Taler an den Schuhmachermeister Hiller. Dann, der hat es auch nur 6 Jahre gehabt. Dann ging es an den Uhrenhändler Wutzkowski. Der hat es nur 1 Jahr gehabt. Dann ging es an die Augustine Sophie, Ehefrau des Kupferstechers Glasbach, geborene Bergemann, für 800 Taler. Also man merkt hier bei dem Grundstück, das ist überdurchschnittlich häufig verkauft worden. Das ist nun nicht unbedingt die Regel. Ja, wir sehen, das geht auch noch munter weiter. Hier ist dann endlich der Herr Ackermann, wenn ihr euch erinnert, den wir im Register gefunden haben. Ja, Christian Gottlob Ackermann, Teschnermeister. Der hat es nämlich 1795, wir erinnern uns, das war das Datum, was im Namensregister angegeben war, dann schon für 1100 Taler gekauft. Dann ging es an seine Witwe und als dessen allein ihr Erben, da ist auch das Testamentsdatum genannt, wann das Testament veröffentlicht wurde. Ja, also Testament von 1788, veröffentlicht 1797. Daraus können wir schließen, dass er knapp 2 Jahre, nachdem er das Grundstück gekauft hat, schon gestorben ist. Und oftmals wurden dann die Häuser bald danach verkauft, weil die Erben, sofern es eben eine Witwe ist ohne Kinder oder mehrere Kinder, das Haus nicht halten konnten, weil sie ja die anderen auszahlen mussten. Hier auch sofort belegt, ja, Testamentseröffnung am 24.03.97, Grundstück verkauft am Maurermeister Adler schon am 26.04.97. Ja, der hat es 4 Jahre später auch schon wieder verkauft. Bürger und Seidenfabrikant Johann Christian Wolf und dessen Ehefrau. Hier merken wir den riesigen Preisanstieg von 1.000 Taler auf 10.000. Wir erinnern uns, 1800, 1801 wurde das neue vierstöckige Haus gebaut. Und auch ja, die Feuertaxe erhöht von 800 auf 7.000 Taler. Ja, also Feuertaxe war 7.000 Taler und der Grundstücksverkaufswert 10.000. Ja, dieses Grundstück hat offensichtlich, dieses Haus, eine ganz wilde Geschichte gehabt und ist ja fast jährlich oder alle 2 jährlich immer wieder verkauft worden. Als offensichtlich auch Spekulationsobjekt, hier ein ganz bekannter Berliner Bürger, Jakob Daniel Itzig, einer der bedeutendsten und
ersten großen Bankiers in Berlin. Ja, dann an einen Branntweinbrenner, ein Jahr später schon wieder an einen Schneidermeister, der hat es dann tatsächlich mal 15 Jahre gehabt. Dann ging es mit Zwangsversteigerung an den nächsten. Ja. Dann mal 20 Jahre bei einem geblieben, dann nochmal 20 Jahre, aber jedes Mal an eine andere Familie, nicht vererbt worden. Ja. Hier dann zusammen mit der dahinterliegenden Nummer 760 verkauft worden, dann an eine Firma gegangen, dann wieder an einen anderen Kaufmann und dann letztlich 1894 an die Baugesellschaft Neue Friedrichstraße, wo dann höchstwahrscheinlich die Häuser alle wieder abgerissen wurden. Und das ist ja die Zeit, wo dann die großen Mietskasernen mit Hinterhäusern und so gebaut wurden und wahrscheinlich auch durch diese Baugesellschaft da dann eben eine Neubebauung erfolgt ist. Ja, dann Abteilung 3, damit man mal sieht, was da so drin steht. Hier haben wir dann die Schulden, die drauf liegen, beziehungsweise mit Fundschoss ist gemeint, das ist die Grundstücksabgabe, der Grundzins, der in dem Fall für dieses Grundstück nicht angefallen ist, sonst 100 Taler ab 1714. Hier sind wieder, muss man wieder Ergänzungen, das sind die Quellen dann nur, wie sich diese Abgabe erhöht hat. Das sind jetzt keine Hypothekenschulden, sondern entsprechende Abgaben. So, und was hat er hier hinzugefügt? Dabei genannt, soweit nicht bereits unter zweitens aufgeführt, also bei diesen Schulden, ein Kommissar Schmidt, dann eine Witwe, die er den Namen nicht lesen konnte, vom Jahr 1737, ein Arbeiter im Lagerhaus Wille von 1741, da muss man mal gucken, hier oben, welche Zeiten das sind dann immer die Laufzeiten der Schulden, dessen Witwe, dann wieder ein anderer, 1761, wo ist das, das wäre hier, ja, 1761 bis 64, 400 Taler Schulden für den Bürger und Schneidermeister Georg Christian Wegener. Und dann kann man oben gucken, wem hat 1761 gehört, wer hat also diese Schulden aufgenommen und abbezahlt. Die sind dann an dessen Witwe weitergegangen. Ja, hier sind wir dann am Ende dieses Grundstücks. Ja. Hier sind dann die ganzen faktisch Schuldner aufgeführt und das sind nochmal Unmengen Leute. Und was eben auffällt, was man sich auch bewusst machen muss, zur damaligen Zeit, ganz im Gegensatz zu dem, was wir heute gewohnt sind, hat man Hypothekenkredite, Darlehen eben nicht bei Banken aufgenommen in erster Linie, sondern bei Privatpersonen. Muss man unterstellen, dass es zu diesen Privatpersonen auch ein besonders persönliches Verhältnis gab, entweder weitläufige Verwandtschaft oder ein Dienstverhältnis oder Ähnliches. Wo die jetzt hier bei dem Grundstück liegen, müsste man jetzt konkret immer gegenüberstellen zu den jeweiligen Eigentümern zu diesem Datum, ob es da entsprechende Verbindungen gibt. Warum gerade bei dieser Person? Ist jedenfalls familiengeschichtsrelevanter als ein Kredit bei einer Bank. Ja, die ist faktisch irrelevant für unsere Zwecke, aber private Darlehensgeber sind auf jeden Fall von Bedeutung. Hier sind auch ganz interessante Darlehensgeber bei, ne? Wenn man hier zum Beispiel sieht, der königliche Generalleutnant, Ritter des großen preußischen Schwarzen Adlerordens, seine Exzellenz von Wartensleben. Wer weiß, der Schwarze Adlerorden ist die höchste Auszeichnung in Preußen. Ja, und der teilt sich dann mal eben das mit einem Bildhauer oder einem jüdischen Kaufmann oder dem Viktualienhändler, also diese Besitzer, wir hatten ja auch vorhin gesehen, dass die auch sehr vielfältig waren, hatten also
in ganz verschiedenen auch gesellschaftlichen Kreisen gelebt und entsprechend sich auch Gelder zu beschaffen gewusst. Ja, dann gehen wir hier erstmal wieder raus und ich fasse nochmal einige dieser Schlussfolgerungen zusammen oder dieser Hinweise, auf was man bei der Nutzung dieser Edition achten muss. Also, die Personen werden im Namensregister, so gut wie es die Quelle hergibt, individualisiert. Die Namen im Register sind keine Sammelbezeichnungen, sondern Individuen. Dann muss man auf die besonderen Buchstabenkombinationen achten, wie im Register die Namen aufzufinden sind. Also I und J ist das oft dasselbe, K und C und so weiter. Vornamen, Berufe und so weiter sind oft stark abgekürzt. Also man muss sich mit den Abkürzungen zuvor vertraut machen. Dann sind die weiblichen Endungen bei den Frauennamen zu beachten, dass die eben nicht eigentlicher Namensbestandteil sind. Dann grundsätzlich eben die Zuordnung nach der Grundstücksnummer, das ist keine Seitenzahl, sondern Grundstücksnummer. Dann den Stadtplan und die Straßenschema da für die Orientierung zu Hilfe nehmen. Dann sind neben den Angaben zu den Grundstücksbesitzern von besonderem Interesse die Angaben in der dritten Abteilung für unsere Forschung. Da es damals eben selten Banken gab oder die Banken selten an Privatpersonen Darlehen ausgaben, sondern mehr an Unternehmen, sondern Privatdarlehen wurden auch von Privatpersonen ausgegeben. Und da muss man eben immer prüfen, ob es sich dabei eben um Verwandte oder sonstige Personen handelte, die in einem besonderen persönlichen Verhältnis zu unserem Protagonisten gestanden haben. Unter den Darlehensgebern finden sich dann vielfach auch auswärtige Personen. Da kann man dann auch Rückschlüsse ziehen auf die Herkunft des Grundstücksbesitzers oder auswärtige Verwandtschaft und auf die Weise vielleicht auch manch toten Punkt überwinden, weil dann festzustellen ist, wenn dann einer, der halbwegs namensgleich ist, in Berlin auftaucht und er dann Darlehensgeber meinetwegen aus Prenzlau hat, wo der suchende Familienforscher weiß, da ist eigentlich die Familie her, dann kann sich dadurch sozusagen dieser Umzug verifizieren lassen, bestätigen lassen. Daneben Erbgängen, häufig ein Kaufvertrag, auch unter Erben erfolgt, darf man auch nicht, das muss man auch sich vergegenwärtigen, dass nicht nur Erbgänge aufgrund des Testaments eingetragen werden mussten, sondern eingetragen wurden. Sondern ein Kaufvertrag heißt nicht immer, dass es ein Fremder ist. Es gab oftmals, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Erben sind und es nicht verkauft wurde und dann einfach nur das Geld unter allen Erben aufgeteilt wurde, sondern ein Erbe das Grundstück behalten hat, dann hat er sozusagen das Grundstück gekauft. Ja, von den anderen Erben. Und das war dann auch ein normaler Kaufvertrag. Dann aus den Grundstücksbeschreibungen kann man eben die Bebauung ersehen, Besonderheiten der Bebauung und aus den Kaufpreisen und deren Entwicklung dann eben auch den Lebensstandard und die Lebensverhältnisse schließen. Dann immer auch die umfangreichen Fußnoten beachten. Die sind eben nicht nur nähere Quellenangaben, sondern oftmals auch familiengeschichtliche, ausführlichere Darstellungen und Querverweise zu anderen Grundstücken, die auch im Besitz der Familie oder von Familienangehörigen waren. Und das kommt oft dann, wenn eingetragen, in Abteilung 2 vor. Dort sind dann zum Beispiel auch Vormundschaften eingetragen, Wohnrechte, Wegerechte und Ähnliches, was ich auch wieder auf Personen beziehen kann, mit denen eben eine nähere Verwandtschaft, persönliche Beziehungen oder Abhängigkeitsverhältnisse bestehen, was
gleichfalls wieder, sage ich mal, was zu den Lebensverhältnissen und Verwandtschaftsbeziehungen aussagt. Ja, das ist bloß mal wieder ein Beispiel dazu, dass man dann auch auf dem Merkblatt sieht, ungefähr wie so ein Ausschnitt aus diesem Werk aussieht. Gut, damit möchte ich es dann erstmal von meiner Seite belassen. Ist auch genau eine Stunde rum. Und dann, ja, stehe ich gern für Fragen zur Verfügung, so sich denn welche angesammelt haben. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.